Herzlich willkommen zu dieser Videoreihe zu Word 2016, in der ich dir ja einige Kenntnisse beibringen möchte, vermitteln möchte, damit du dir leichter tust, eine vorwissenschaftliche Arbeit, VWA, Diplomarbeit, Seminararbeit zu schreiben. Und hier in diesem 36. Video geht es darum, wie man die Formatierung von einem Teil des Textes auf einen anderen übertragen kann. Und das mache ich dann nochmal insofern, ich suche mir hier etwas aus, zum Beispiel hier dieses Wort dann. Formatiere das jetzt hier fett, kursiv und unterstrichen. Und ich möchte diese Formatierung hier, dieses fett, kursiv, unterstrichen, übertragen auf ein anderes Wort. Und wenn ich jetzt hier einmal hindrücke, du musst aufpassen, einmal oder zweimal drücken, sollte man unterscheiden. Also wenn ich einmal herdrücke, dann wird auch dieses Wort hier so übertragen, aber es verändert sich dieser Mauszeiger nicht. Und wenn ich jetzt hier hindrücken würde, würde nichts mehr passieren. Ich gehe jetzt dann daher, drücke diesmal aber zweimal auf Format übertragen, und ich gehe jetzt dann zu einem anderen Wort und du merkst, dass dieser Pinselstrich, der dann dieses Format überträgt, dann erhalten bleibt. Ich gehe hierher, hierher, also dieses zweimal drücken bedeutet, dass dieser Pinsel dann weiterhalten bleibt. Wenn ich wieder heraus möchte, kann ich Escape drücken und wenn ich wohin drücke, wird dieses Format nicht mehr übertragen. Gut, soweit so gut. Danke für die Aufmerksamkeit.